Okay, es ist 3 nach 11. Jetzt offiziell herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. In unserem heutigen Webinar wollen wir Ihnen zeigen, wie man Predictive Analytics ohne Umschweife produktiv in der BI-Software Qlik nutzen kann. Das Webinar veranstalten wir heute mit unserem Qlik-Partner Conjurance. Die Referenten sind Ralf Baumert, Leiter Vertrieb von Conjurance, und Björn Görke, Co-Founder und CEO von G-Predictive. Genau, vielleicht zur Information: Das Webinar wird circa 30 Minuten dauern und wir zeichnen davon auch ein Video auf. Das müssen wir danach konvertieren und stellen wir dann online. Ebenfalls die Folien werden wir Ihnen im Nachgang senden, sodass Sie sich das nochmal angucken können oder auch gerne weiterverteilen können. Im Anschluss an das Webinar gibt es die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen können. Es gibt nämlich auf der rechten Seite im Bedienpanel einen Menüpunkt Fragen. Dort können Sie sogar auch schon während des Webinars Ihre Fragen reinschreiben und wir versuchen dann am Ende des Webinars auch dann darauf Antworten zu finden. Jetzt wünsche ich viel Spaß, hoffe, dass Sie auch gleich was mitnehmen können und übergebe an die Referenten. Bitte schön, Ralf, viel Spaß. Ja, guten Tag, vielen Dank, Philipp. Mein Name ist Ralf Baumert von der Conjurance. Vielleicht einleitend nochmal 2, 3 Sätze zu unserem Unternehmen. 2004 gegründet, die Conjurance als klassisches IT-Beratungshaus. Haben wir uns dann vor knapp 10 Jahren auch dem Bereich Business Intelligence zugeschrieben und darauf spezialisiert und mittlerweile ein Team von 15 Mitarbeitern in dem Bereich aufgebaut. Sind Qlik Elite Partner, einer der größten Partner in der Dachregion, haben 180 aktive Qlik Kunden, die wir betreuen, Projekte mit denen machen, weiter ausbauen und sind dachweit tätig. Soweit zu uns. Wir hören uns dann später in der Live-Demo. Klasse, Ralf, ja, vielen Dank. Mein Name ist Björn Görke. Ich bin einer der Gründer und einer der Geschäftsführer von G-Predictive. Ganz kurz zu uns, also was sind wir? Wir sind ein Softwareunternehmen. Wir bieten unsere Software als Software-as-a-Service-Lösung an. Und das Interessante ist eben, in dieser Software läuft Data Science. Also der Begriff, die Begriffe dazu aktuell sind dann Machine Learning und künstliche Intelligenz. Und das sind genau die Dinge, die unter der Haube laufen, sehr einfach zugänglich. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ein und diese Technologie wird ausschließlich dafür eingesetzt, Kunden, die eigenen Kunden, die man hat, gut zu managen. Und zwar immer mit der Frage, welcher Kunde wird sich gut entwickeln, welcher Kunde wird sich nicht so gut entwickeln, in welchen investiere ich, in welchen nicht. Damit sind das natürlich klassische Marketing-Fragestellungen und damit ist der Einsatz klassischer Direktvertrieb wirklich von ganz klassischen Instrumenten wie Kataloge und Telesales über Direct Mail bis hin aber natürlich zu den ganzen digitalen Formen, wie zum Beispiel Newsletter, In-App-Messages, Facebook Custom Audiences und so weiter. So viel zunächst mal kurz da an der Stelle zum Hintergrund. Wir arbeiten immer mit dem Begriff des zukünftigen Kundenlebenswertes beziehungsweise mit dem Predictive CLV. An der Stelle sehen wir auch, dass das eigentlich die zentrale Entscheidungsgröße für das Marketing ist. Denn es sieht so aus, wenn ich einen Kunden, sagen wir mal, für die nächste Aktion einschätze, dahingehend, dass ich sehe, okay, wenn ich mit dem jetzt was mache, dem also meinetwegen einen Gutschein sende, und ich habe da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er darauf reagiert, dann ist das offensichtlich eine gute Maßnahme. Wenn ich aber sehe, ich möchte in dem Kunden jetzt investieren, meinetwegen einen Katalog senden, kostet mich 2 Euro, und ich sehe die Chance, dass der mit einem Kauf regiert, ist extrem gering, dann ist das eben doch ein starkes Indiz dafür, diese Kundenbeziehung aktuell eher nach hinten zu priorisieren, dieses Geld zu sparen und damit dann eben die Marketing-Budgets zu steuern. Ja? Dass man halt in die Kundenbeziehung investiert, wo gerade ein Hebel ist und dort sein Budget spart, wo es gerade nicht große Aussichten gibt. Genau. Und das Interessante ist eben, dahinter steht halt letztendlich dieses Machine Learning, die künstliche Intelligenz, ja, die Frage, welcher Kunde wird wie reagieren, so, das ist ja, da sind wir ja in diesem prognostischen Feld unterwegs und das erfordert normalerweise ein großes Data Science
ich sage, einen großen Data Science Background. Das Interessante hier in unserer Software, die kann wirklich auch ohne Data Science Wissen genutzt werden. Und der Großteil unserer Kunden, der Nutzer unserer Software, ist selbst aus dem Bereich des Marketings und kommt damit sehr, sehr gut klar, kann genau die Informationen, die da benötigt werden, aus der Software ziehen und braucht eben dieses Data Science Wissen nicht. So, um mal so ein Gefühl dafür zu geben, was denn eigentlich Anwendungsfälle sind, möchten wir hier gerne mal so drei Möglichkeiten ganz kurz anreißen. Das erste läuft bei uns unter dem Begriff First to Second Time Buyer oder First to Second Order. Das ist eine ganz klassische Situation, man investiert viel Geld da rein, neue Kunden zu gewinnen. Und jetzt ist das Folgende natürlich, interessant wird das ja, wenn es jetzt gelingt, so einen neuen Kunden zu einem zweiten, zu einem dritten Kauf zu bewegen, also diesen Kunden wirklich, ich sag mal, in den A-Kundenbereich zu führen oder in den guten B-Kundenbereich. Aber das, klar, kennen Sie, das gelingt natürlich bei weitem nicht mit allen Kunden, die man neu gewonnen hat. Und jetzt ist die Frage, bei welchen Kunden ist das möglich und bei welchen ist es nicht möglich? So, und genau das ist etwas, was so ein Predictive CLV sehr gut liefern kann, ja, wenn man einmal sagt, ich möchte jetzt meine bisherigen Einmalkäufer aus den letzten 12 Monaten meinetwegen ansehen, dann gibt es halt welche, die haben besonders hohe Werte. Es gibt viele, in der Realität viele, die haben niedrige Werte und damit habe ich ein klares Indiz, bei wem sich jetzt das Investment lohnt. Und zum Teil sehen wir bei unseren Kunden, dass gerade auf diese Leute mit den hohen Werten nochmal ganz eigene Marketingmaßnahmen angewendet werden. Ja, vielleicht mal ein besonders interessantes Angebot, nochmal ein starker Gutschein, um eben den zweiten Kauf zu initiieren. Ja, dann, ich meine, was brauchen die Leute? Die müssen Erfahrung sammeln, die müssen Vertrauen aufbauen, die müssen Bindung aufbauen. Ja, woran scheitert das sonst, dass es zum zweiten Kauf kommt? Ja, man weiß die Login-Daten nicht mehr und so. Also insofern, das ist wichtig, dieser zweite, dritte Kauf, die Gewöhnung muss eintreten und hier kann man eben sehr schön sehen, bei wem das möglich ist. Wenn man dann ans andere Ende des Kundenlebenszyklus schaut, dann ergibt sich die folgende Situation. Natürlich ist es so, irgendwann verliert man seine Kunden auch wieder und irgendwann lässt sich das natürlich auch gar nicht mehr abwenden. Aber die spannende Frage ist natürlich, bei wem ist gerade das Risiko, dass ich so eine Kundenbeziehung verliere, hoch? Und bei wem habe ich dann aber auch die Möglichkeit, da trotzdem nochmal etwas zu machen? Normalerweise ist es so, man verliert seinen Kunden und 6, 9, 12 Monate vielleicht, nachdem man das letzte Mal gekauft hat, merkt man das, hey, der ist jetzt weg. Und das ist natürlich ein Problem, weil in der Zeit hat sich typischerweise ein Kunde schon neu orientiert, hat einen neuen Anbieter, hat da mehrfach gekauft, hat Vertrauen aufgebaut und so weiter. Den zurückzuholen ist schwierig. Wenn ich jetzt eine Chance habe, durch so ein Predictive CLV diejenigen zu erkennen, die eine, ich sag mal, eine negative Entwicklung vor sich haben, aber eigentlich viel wert, dann weiß ich eben, bei wem muss ich jetzt ran, um eben genau daran zu arbeiten, hier diese Kunden nicht doch noch zu verlieren. Genau, als drittes Beispiel, etwas, was bei uns unter dem Begriff Next Best Offer läuft oder natürlich im Markt unter dem Begriff Next Best Offer läuft, also die individuelle Produktempfehlung für jeden Kunden. Hochinteressant, hier ganz spitze Kampagnen zum Teil fahren zu können, denn natürlich ist es so, wenn man Spezialthemen hat, dann gibt es Leute, die dafür eben hochrelevant sind, aber für einen größeren Teil der Kundenmenge ist es typischerweise nicht so. Und wenn es hier gelingt, diejenigen zu identifizieren, bei denen mehr zu erwarten ist, ist das natürlich hochgradig relevant für den ROI aus diesen Aktionen. Und das ist eben noch das Interessante an so einem Predictive CLV, den kann man nicht nur allgemein herausbilden, also welcher Kunde wird sich wie entwickeln, sondern das kann man auch auf Produktkategorien oder einzelne Produkte beziehen, sodass man eben die Möglichkeit hat zu sagen, hey, meine Dinge, jetzt kommen die Osterkampagnen, wer ist aktuell für meine Osterthemen relevant, wer hat daran Interesse? Und wenn das gelingt, wie gesagt, dann kann man die Kampagnen dafür deutlich spitzer fahren. So, jetzt habe ich über die Anwendungsfälle gesprochen. Da ist natürlich jetzt noch die Frage, wie sieht denn aber das eigentlich wirklich aus? Also was ist denn so ein Predictive CLV? Und unsere Software liefert am Ende drei Werte. Das eine ist die tatsächliche Konversionsrate, mit der ich rechnen darf für einen Kunden. Und diese Werte, die wir hier besprechen, die kriegen sie natürlich für alle Kunden, die sie in der Datenbank haben. Das heißt,
Zunächst mal ist die Frage, wie hoch ist denn die Konversionsrate? So, und jetzt haben wir hier mal ganz einfache Zahlen. In diesem Beispiel können Sie mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass dieser Kunde reagiert. Dann der nächste Punkt ist, wie hoch ist denn der Warenkorb, mit dem ich rechnen darf? Das ist etwas, wo hier einfach mal 200 Euro dann ermittelt wurden. Das heißt, kommt es zu dem Kauf, wird der Warenkorb ungefähr 200 Euro sein. Wenn man das miteinander durchmultipliziert, hat man den Erwartungswert, technisch gesprochen, und der liegt dann bei 50 Euro. Wir arbeiten an dieser Stelle mit den Begriffen zunächst mal hier das erste mit dem Conversion Score, das zweite ist dann der Value Score, also welchen Wert hat dann so ein Warenkorb, und das dritte, das ist dann der Predictive CLV. Und jetzt natürlich, wenn man sich das hier anschaut, 50 Euro Wert erzeugt so ein Kunde höchstwahrscheinlich bei der nächsten Aktion, dann habe ich ein starkes Signal, im Grunde genommen 50 Euro Wert, da ist ja im Grunde genommen jedes Marketinginstrument gerechtfertigt. Wenn ich jetzt selbst wenn ich eine Postkarte für 38 Cent aussende, um eben diesen Wert hier abzuholen, ist klar, da liege ich vielfach drüber. Aber da könnte jetzt natürlich auch genauso einfach 10 Cent stehen. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre die 38 Cent Postkarte schon viel zu teuer. Insofern, daran kann man sehr gut ablesen, wie Kunden an der Stelle bewertet werden sollten oder was mit welchen Maßnahmen man mit den Kunden machen sollte. So ein bisschen technischer, weniger Eye-Candy, aber ich sag mal realistisch nah an dem, was die Software erzeugt, ist dann mal diese Tabelle hier. Also was Sie hier sehen können, wir sprechen ja immer von dem Scoring. Was die Software macht, ist für jeden Kunden, und das ist ja das Spannende, für jeden Kunden wird immer wieder aktuell neu bewertet, welche Konversionsraten darf ich erwarten, wie ist der Predictive Customer Lifetime Value und auch welchen Rang hat so ein Kunde in der Gesamtschau meiner Kunden. Manchmal möchte ich auch einfach wissen, wer sind da meine besten 10.000 Kunden, dann gehen sie halt beim Rang bis 10.000, schneiden dort ab und haben die Auswahl. Genau, das Interessante ist jetzt natürlich, wenn ich diese Information habe, auch einen Klick habe, insbesondere kann ich natürlich ganz viel draus machen. Denn wenn ich zum Beispiel schaue, was sind meine Kunden, die jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit haben, abzuwandern, was haben die so für Eigenschaften, dann ist Klick da natürlich ein wunderbares Tool, denn alle Informationen, die ich da drin habe, kann ich dann ja nutzen, um eben den Kontext dieser Personen zu verstehen. Ja? Was macht denn die Leute aus, die abwandern werden? Und das kann man natürlich für die ganzen unterschiedlichen Anwendungsfälle machen. Bevor wir uns das in Klick anschauen, ein letzter wichtiger Punkt. Also wenn Sie Klick nutzen, dann haben Sie da ja heute schon Ihre Daten drin. Dieser Screenshot von dem Datenmodell ist jetzt nicht dazu gedacht, das durchzulesen, sondern was wir vermitteln wollen an der Stelle. Sie haben die Daten in Klick. Unsere Software benötigt eigentlich nur Informationen aus zwei Datenwelten. Das eine ist die Liste der Transaktionen, also welcher Kunde hat wann welches Produkt gekauft, und das andere sind Kundenstammdaten in einer pseudonymisierten Form. Sobald das zur Verfügung steht, und das hat man in Klick eigentlich immer drin, kann die Software arbeiten, kann die Daten automatisiert aus Klick ziehen und dann eben diese Scorings automatisiert auch in Klick zurückspielen, sodass dann eben dort die ganzen Analysen, von denen wir uns gleich einiges ansehen werden, möglich sind und sie dort eben dann ganz viel auch an Insights für Ihre Marketingarbeit generieren können. So viel kurz zur Einleitung, bevor wir jetzt in den Klick reingehen. Ralf, ich würde dir jetzt mal die Moderatorenrechte übergeben, damit du an der Stelle die einfach mal uns in Klick zeigen kannst, wie denn dort die verschiedenen Möglichkeiten sind, sich das eben anzusehen, die Anwendungsfälle zu realisieren. Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, jeder sieht meinen Bildschirm. Bin ich auf live auf Sendung. Björn, kannst du mich sehen? Ja, das sieht gut aus. Perfekt, alles klar. Danke für die Übergabe und für die Einleitung von Philipp. Was sehen wir hier? Wir haben jetzt ClickSense. Basiert das Ganze, die Oberfläche, wie von Björn eben dargestellt, auf dem Datenmodell, wo alle relevanten Informationen reinkommen, und dann erstelle ich daraufhin Dashboards, meine Kennzahlen und so weiter. Wir haben also mit ClickSense ein komplettes ETL-Tool zur Analyse all Ihrer Unternehmensdaten.
Heute wollen wir anhand von drei Use Cases, die Björn vorhin schon vorgestellt hat, kurz zeigen, wie Sie die Informationen aus dem Predictive Model auf der Oberfläche sehen, analysieren und dann flexibel selektieren und auswerten können. Bedeutet also, wir haben nicht nur eine umfassende Datenanalyse, sondern mit G-Predictive auch eine Datenprognose, ganz wichtig. Ja, detailliertere Informationen zu ClickSense, was man sonst noch damit machen kann, gern bei uns anfragen. Heute ist Fokus natürlich auf dem Bereich Predictive. Und ich sehe hier verschiedene Diagramme, in die ich reingehen kann oder beziehungsweise verschiedene Oberflächen. Wir beginnen jetzt mal, um das Thema CLV nochmal aufzugreifen, mit der Historie. Hier habe ich 5 verschiedene Darstellungen und sehe hier zum Beispiel meine Neukunden. Für mich ist jetzt mal interessant in Bezug auf Erstkauf zu Zweitkauf, wer hat denn 2017 zum ersten Mal gekauft? Da kann ich innerhalb der Diagramme ganz schön bei ClickSense einfach auf den Bereich klicken, den ich jetzt selektieren möchte, sage okay und sehe hier oben auch gleich, was habe ich jetzt ausgewählt. Wir sind im Jahr 2017 und wollen uns da mal nach Umsatz eine bestimmte Kundengruppe selektieren. Ich kann das auch immer groß ziehen, dann ist es ein bisschen übersichtlicher und pick mir dann halt hier mal Kunden raus. Nicht die, die die größten Umsätze gemacht haben, die springen mir sofort direkt ins Auge, sondern ich pick mir mal einen unterdurchschnittlichen Bereich raus und guck mal, ob ich da Kunden habe, die trotzdem einen hohen CLV und einen hohen Zukunftsprognosewert haben. Selektiere hier und kann dann aus dieser Grafik, aus dem Diagramm auf die Seite Score Trend wechseln, wo ich weiß, hier habe ich eine Tabelle mit entsprechenden Klassifizierungen, mit CLV-Werten und gucke mir dann einfach mal an, in diesem Bereich unterdurchschnittliche Einkaufswerte, wer hat denn für die Bereiche, wir haben uns jetzt in Juli, August mal rausgepickt, hohe Scores und pick mir dann hier vielleicht mal einfach die Kunden raus, die im August einen hohen Erwartungswert haben. Das kann ich hier natürlich auch sortieren. Gehe mal von oben runter. Und diese Kunden könnte ich hier auch nochmal anmarkern. Pick mir mal die Top 20 hier raus und sag, die will ich direkt verarbeiten. Auch schick. Ich kann also von hier exportieren, in andere Bereiche gehen. Hier sehe ich also eine Prognose, was passieren wird. Und das ist natürlich kein Beispiel, was wir uns einfach so mal aus der Luft gegriffen haben, sondern das ist auch schon umgesetzt worden von G-Predictive natürlich. Björn, vielleicht magst du dazu was sagen, wo das sinnvoll eingesetzt wurde. Ja, sehr gerne. Also ich finde das hier sehr faszinierend zu sehen. Also was wir sehen eine ganze Reihe von Kunden, die das machen heute, sehr erfolgreich machen. Also ein Beispiel ist ein Kunde von uns, die mit Wein handeln. Was dort zum Beispiel der Fall ist, die schauen regelmäßig nach, einmal pro Monat, welcher Kunde hat sich jetzt in eine stark, also einmal Kunde, ne, bisheriger Käufer, hat sich jetzt in eine Position hereinentwickelt, wo es eigentlich Sinn machen müsste, dann nochmal zu versuchen, den zweiten, den dritten Kauf zu initiieren. Das sind in Anführungsstrichen jeden Monat nur so knapp 1000 Personen, aber das ist eben natürlich hochgradig relevant, weil an diese Leute unser Kunde immer mit einem nochmal besonders attraktiven Angebot. Und das Interessante ist, wenn man hier jetzt den zweiten, dritten Kauf hinbekommt, dann entwickelt man ja nicht nur diesen nächsten Kauf, sondern eigentlich den echten Kunden lebenswert. Und das ist auch das, was unsere Kunden da sehen. Nämlich, dass das etwas ist, was dazu führt, dass dann wirklich eine ganze Reihe von Wiederkäufen danach zu erwarten sind. Also wirklich echt relevant, funktioniert sehr gut. Und ich finde, muss man ja sagen, ein Klick sehr einfach mit wenigen Klicks gemacht. Wirklich schön. Ich kann auch jederzeit die Selektionen aufheben oder verändern, wenn ich jetzt alle Kunden drin haben will oder alle Scores, dann hebe ich den wieder auf und so weiter. Wir selektieren jetzt nochmal komplett neu, nehmen den zweiten Use Case, das war Churn, also die gefährdeten Kunden, und begeben uns dafür nochmal in den Bereich Historie, wo wir uns jetzt vielleicht mal Kunden heraussuchen, die schon lange treue Anhänger unserer Marke sind, picken uns mal die 5 bis 6 Jahre alten Neukunden raus, gehen wieder in die Umsätze. Wir könnten das auch über andere Kennzahlen logischerweise machen, aber das ist vielleicht jetzt ganz transparent für Sie, und picken uns hier mal Kunden raus, die möglicherweise immer viel Umsatz gemacht haben und vielleicht für die Zukunft Prognosen haben, die nicht ganz so positiv sind, um dagegen steuern zu können. Und auch hier gehe ich dann wieder in die eben gesehene Tabelle, die ich hier oben über den Button ansteuern kann. Hab den Score-Trend wieder und gucken wir zum Beispiel mal an, die Veränderung von Juli, August. Welche Kunden gibt es, die da eine negative Veränderung haben? Sortiere mir das mal durch und pick mir dann hier vielleicht alle Kunden raus, wo ich
die Erwartung habe, dass das Kaufverhalten rückläufig sein wird zu der prognostizierten Zeit und kann auch hier wieder eine Aktion drauf steuern. Was habt ihr da zum Beispiel gemacht? Genau, also an der Stelle, wir sehen da wirklich verschiedenste Anwendungsfälle. Churn, der ja so als Begriff, was so in dem Begriff ja genutzt wird, wird ja meistens, ich sag mal, in so einem Vertragsgeschäftsumfeld genutzt. Da sehen wir wirklich einiges. Da war das Thema natürlich schon immer groß. Aber die spannende Frage ist, erkenne ich die Personen, die gefährdet sind, rechtzeitig, bevor so eine Kündigung auch kommen kann? Und da sehen wir wirklich so im Bereich der Versorger und auch im Bereich der Tageszeitungen und der Telcos wirklich interessante Möglichkeiten. Also dadurch, dass ja diese dass die Software diese Werte immer wieder neu berechnet und immer wieder neu zur Verfügung stellt, aktuell zur Verfügung stellt, gelingt es eben, den Überblick zu haben, welche Kunden sich jetzt gerade in so eine Kündigungsgefährdung hinein entwickeln. Das heißt, ich kann frühzeitig an der Kundenbindung arbeiten, was einen riesen Unterschied macht. Denn wenn ich irgendwie mit der Gießkanne, so ein paar Wochen bevor irgendwie so eine Kündigung eintrudeln könnte, an alle versende, hey, hier ist das Angebot für die Verlängerung, dann gehe ich ein hohes Risiko. Damit kann ich Leute überhaupt erstmal aufwecken, die dann sagen, ach so, ja, stimmt ja, ich wollte das ja eh beenden. So, und genau das darf natürlich nicht geschehen. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit darüber informiert bin, über die gesamte Dauer der Kundenbindungszeit, welcher Kunde ist jetzt gefährdet, welcher nicht, kann ich ganz anders agieren. Und zwar zum Beispiel jemanden, der eine hohe Gefährdung hat, sich jetzt aber vielleicht im Callcenter meldet, direkt durchstellen, nicht erst lange warten lassen, wenn der ein Anliegen hat, kulant sein und so weiter. Also die Möglichkeiten sind da groß. Zwischendurch schon mal schöne Upsell-Angebote machen zu einem sehr, sehr attraktiven Preis und so weiter. Also da passiert, da kann man richtig viel machen, da kann man einiges, das ist ein Riesenfeld und wir sehen da wirklich, dass das etwas ist, was wirklich durchschlagenden Erfolg hat. Jo, vielen Dank. Und neben der Selektion, die ich tabellarisch machen kann, ist ein großer Vorteil bei Sense auch die Visualisierung natürlich. Ich könnte jetzt auch in diese Grafik gehen und da haben wir dann halt das Delta-Warenkorb in Euro, den Score Juli, August und sage, die Lasso-Funktion, hier kann ich dann halt ganz genau auswählen per Touch oder per Maus, welche Kunden nicht mehr genauer angucken will, klickt die einmal an und dann wäre die Auswahl nur noch auf diese entsprechend 10 Kunden begrenzt. Also unterschiedlichste Möglichkeiten zu selektieren, aber ich kann halt ganz fein ins Detail gehen. Kommen wir zum dritten und letzten Use Case. Auch hier rufen wir nochmal eine andere Oberfläche auf, gehen in den Vergleich von Produktgruppen. Wir hatten ja gesagt, Next Best Offer, gucken wir uns mal an, wo ist was verkauft worden und machen selektiv unsere Werbeangebote oder unsere Marketingmaßnahmen. Gucken mal im Sommer, was denn so im Bereich Kinder attraktiv sein könnte. Auch da wieder mit einem Klick ausgewählt und springe von hier dann einfach direkt mal in die Scores. Schauen wir an, was da interessant ist und welche Kunden für den August beispielsweise oder nehmen wir gleich mal den Juli abwechslungshalber hohe Scores da haben werden, die ich dann entsprechend bewerben kann. Also ich kann ja entsprechend jetzt hier beurteilen, wer da aktiv werden wird in diesem Bereich und kann darauf entsprechende Maßnahmen laufen lassen. Und das kann ich natürlich nicht nur bei den Kids machen, sondern wenn ich sage, das will ich immer durch alle Kategorien durch, dann sage ich, okay, Schuhe, auch immer ein spannendes Thema, dann nehmen wir die mal rein und die Kids wieder raus. Dann haben wir mit einem Klick die Auswertung für die Warengruppe Schuhe. So kann ich also komplett durch alle Bereiche gehen und meine Kunden dann spezifisch ansprechen und habe dann natürlich wesentlich höhere Umsatzerwartungen, als wenn ich eben das Gleiche schicke. Auch da gibt es schon Fallbeispiele. Absolut, absolut. Also wir sehen da eigentlich zwei große Themen. Das eine ist, dass man natürlich diese Informationen für die digitalen Kanäle nutzt, also ganz klassisch da der Newsletter. Da stellt sich ja die Frage, den sende ich vielleicht alle 2-3 Tage raus. Jetzt ist die Frage, welche Themen will ich denn prominent bei wem platzieren? So, und wenn ich da mit der Gießkanne vorgehe und immer das eine Top-Angebot an alle sende, ja, dann ist natürlich die Relevanz relativ niedrig, weil nicht alle Kunden am gleichen Thema das gleiche Interesse haben. So, und wenn es mir jetzt aber gelingt, halt die Leute zu identifizieren, die jetzt, wie du hier das ausgewählt hattest, Kids, relevant haben, dann finde ich andere Leute, die im Bereich Schuhe Relevanz haben,
dann meinetwegen an der Herrenoberbekleidung, an der Damenoberbekleidung und so. Und ich finde halt jeweils raus, wer wo das größte Interesse hat. Dann gelingt es natürlich, dass man eine ganz andere, ich sag mal, Treffergenauigkeit eben in der Ansprache bekommt. Und wir sehen da ganz klare Steigerungen in den Öffnungsraten, in den Klickraten, in den Konversionsraten bei unseren Kunden. Ich meine, ist auch klar, also wenn ich einen Newsletter bekomme, wo das Thema passt, ist die Chance, dass ich positiv reagiere, einfach deutlich höher. Anderes Thema, was wir sehen, sind so, ich sag mal, Direct Mails oder sowas in der Richtung, die so ganz teamspezifisch sind. Vorhin schon mal kurz angeschnitten, so jetzt kommen die Osterthemen, vielleicht im Gesundheitsbereich Allergiethemen und so weiter. Auch da natürlich die Frage, wie nehme ich mit rein in so eine Gruppe, und wenn ich da zu viele drin habe, kostet mich das einfach wahnsinnig viel Geld, das nichts bringt. Und hier jetzt vorab zu wissen, dass es eine gewisse Kundengruppe gibt, ein kleineres Segment, was eben an einem Thema großes Interesse hat, das steigert mein ROI eben ganz doll. Ja, vielen Dank für die Erläuterung, Björn. So viel zu dem Bereich ClickSense. Wie kann ich Predictive Modelle auf der Oberfläche visualisieren und kann da halt sehr schnell selektieren und daraus meine Schlüsse ziehen, beziehungsweise das ganze Marketing verarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, genau. Wir haben noch, bevor wir in die Q&A gehen, noch eine Folie. Ich übernehme dafür einmal wieder die Moderatorenrechte. Und übertrage dafür meinen Bildschirm. So, und zwar, was wir empfehlen, also wir sind jetzt ja hier schnell durchgegangen, in dieser Klick-Umgebung ist ja alles schon realisiert. Wir haben gleich über mehrere Anwendungsfälle gesprochen. Es ist natürlich so, dass man in der Realität mit verschiedenen Themen zu tun hat. Ich meine, wenn man dann sagt, ich möchte gerne meine Werbemittel anpassen und so weiter, da hängen andere Prozesse drin. Deswegen, was wir empfehlen, ist, einfach zu starten, nicht zu viele Themen auf einmal, idealerweise eigentlich ein Thema, dass man sagt, okay, das ist irgendwie mein Hauptaugenmerk, dass man sagt, meinetwegen, ich optimiere jetzt zunächst mal den Newsletter oder meinetwegen ein klassisches Thema wie ein Printanstoß oder eine Custom Audience, dass man dort dann lernt, mit den Scores zu arbeiten, die aus der Software kommen, dass man lernt, in Klick die Erkenntnisse zu gewinnen, um dann eben Verbesserungen vorzunehmen. Und wenn man dann eine Gewöhnung drin hat, die ersten Erfolge realisieren konnte, dann kann man eben anfangen, die Schlachtzahl zu erhöhen, neue Use Cases dazuzunehmen. Sehen wir bei vielen von unseren Kunden, die starten erstmal die ersten ein, zwei Monate wirklich mit einem einzigen Case, dann kommt ein zweiter dazu, ein dritter dazu und irgendwann werden es vielleicht 10, 20. Einige von unseren Kunden sind mittlerweile in so einem Bereich, dass sie eine Flatrate für letztendlich die Predictive Models, die dahinter liegen, nutzen, sodass sie letztendlich unbegrenzt da ihre Marketing-Maßnahmen mit steuern können. Genau, aber wichtig ist einfach der einfache Start. So, das war jetzt erstmal von uns die Vorstellung der Anwendungsfälle, eine kurze Führung durch Klick. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt und dafür möchten wir jetzt noch kurz eine Q&A machen. Ja, vielen Dank, Ralf, vielen Dank, Björn. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt auch wieder hören könnt. Ja. Okay, sehr gut. Genau, es kommen tatsächlich einige Fragen rein. Die erste Frage ist, ich glaube, die geht eher in Richtung Björn. Wie flexibel ist Ihre Software für andere Fragestellungen als CLV? Beispiel Werbemittelwirkung und optimaler Werbemitteleinsatz. Ja, sehr interessante Frage. Genau, vielen Dank. Also genau, begrifflich arbeiten wir mit dem Customer Lifetime Value, also der optimale Werbemitteleinsatz. Da sind wir dann ja eher im Bereich der Marketingoptimierung. Tatsächlich eine Funktion, die bei uns in der Software auch fest mit integriert ist. Also letztendlich die Frage, bei wem lohnt es sich, bei wem lohnt es sich nicht. Das kann man sehr schön herausarbeiten. Die Software an sich bietet auch eine gewisse, ich sag mal, Erkenntnismöglichkeit. Und dann natürlich aber der Schritt zu Klick natürlich hochgradig relevant an der Stelle, um eben den Kontext der Kunden nochmal tiefer zu verstehen. Also mit unserer Software können Sie, wie gesagt, die Optimierung sehr schön machen, die Wirkung der Werbemittel messen, die Erkenntnisgewinne dann mit dem gesamten Datensatz, den Sie so haben,
da können Sie den Klick richtig viel tun. Okay, vielen Dank. Jetzt, also es kommen einige Fragen jetzt rein. Ich versuche die so ein bisschen zusammen zu bündeln. Nochmal eine inhaltliche Frage und danach kommt nochmal eine Frage eher so zur Technik-Datenübertragung. Genau, und zwar eine Frage, sehr interessant, inhaltliche Frage zum Predictive Customer Lifetime Value. Wenn ich für einen Kunden einen hohen Predictive Customer Lifetime Value berechnet habe, beantwortet dies ja noch nicht meine Frage, sollte ich eher Kunden mit hohem CLV oder mit niedrigem CLV, mit Kampagnen, zum Beispiel zusätzlich dieser Gutschein ansprechen. Jetzt kommt weiter die Begründung, ein hoher PCLV würde ja unabhängig von meinem Eingreifen durch die Gutscheinaktion aussagen, dass der Kunde in Zukunft viel spielt, auch ohne Gutschein, viel einspielt vielleicht. Insofern erhalte ich mit dem PCLV lediglich eine zusätzliche Kundeneigenschaft, auf der ich aussteuern kann. Genau, Punkt. Habe ich das richtig verstanden? Also ich habe die Frage, geht in die Richtung, also wie man mit dem PCLV, glaube ich, dann operativ verfahren kann. Ich glaube, das ist die Frage, die vielleicht eher in Richtung Björn geht. Ja, genau. Also natürlich extrem wichtig und völlig klar. Also mit dem, dass man sagt, die höchsten Predictive CLV-Kunden, die bespiele ich jetzt auch noch mit dem Gutschein. Also das tatsächlich kann, genau das kann natürlich nach hinten losgehen, denn völlig klar, das sind die Kunden, die im Zweifel ohnehin kaufen. Die brauchen letztendlich normalerweise keinen Incentive. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die eine ist, ich sag mal, eine ganz einfache, dass man halt austestet, in welchen, ich sag mal, Bandbreiten so des Kundenlebenswertes es Sinn macht, Incentives dazu zu geben. Und da sehen wir auch, dass insbesondere die Bereiche, wo die Customer Lifetime Values der Kunden hoch sind, dass da die Relevanz von Gutscheinen oder ähnlichen Incentives gering ist. Und nicht nur das, das kann natürlich tatsächlich den ROI in diesem Bereich sogar nochmal drücken, das wäre natürlich kontraproduktiv. Und dann sehen wir typischerweise, dass so in so einem Mittelfeld, da gibt's dann so Kipppunkte, wo es dann beginnt mit Gutscheinen Sinn zu machen. Das ist das eine und man kann auch, das ist dann, ich sag mal, da sind wir dann nicht bei dem ersten Use Case, weil ich mir gesagt habe, erstmal einfach starten und dann die Komplexität erhöhen. Was man auch machen kann, man kann auch unterschiedliche Predictive CLVs berechnen. Also die Frage ist einmal, wie sieht ein Predictive CLV mit Gutscheineinsatz und wie sieht er ohne Gutscheineinsatz aus? Das sind Dinge, die kann man dann in einem zweiten Schritt auch machen, sodass dann eben ganz spezifisch eben auch durch die Software der Wert so eines Kunden jeweils mit und ohne Gutschein ermittelt wird. Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir noch zwei Fragen, weil es kommen hier sehr viele rein. Einmal noch eine technische Frage. Wie kommen die Daten von GPredictive nach Klick? Und in welcher Frequenz werden dann die Scores berechnet und zur Verfügung gestellt wird? Genau, welche Frequenz werden die zur Verfügung gestellt? Genau. Wie kommen die Daten? Die Daten kommen aus dem Datenmodell, das muss natürlich erstellt werden und da gibt es unendlich viele Quellen, die wir aber alle anbinden können. In der Regel geht das über ODBC oder OLEDB-Konnektoren, sodass wir über unsere 180 aktiven Wartungskunden und auch viele andere Projekte sicherlich mit fast jedem Tool schon mal in Kontakt waren, so also alles anbinden können. Wie häufig kommen die Daten rein, das bestimmen Sie. Das wird halt gescheduled. Für die meisten Kunden langt es, wenn das einmal pro Nacht nachgeladen wird. Man kann aber sicherlich inkrementell andere Dinge auch im 5-Minuten-Takt nachladen. Das sind individuelle Anforderungen, die wir dann entsprechend einstellen. Okay, vielen Dank. Die letzte Frage. Nach welchem Muster erlernt die Software das Kundenverhalten? Genau, Frage dahinter ist, inwieweit müssen wir unseren Kunden bereits kennen? Ja, sehr interessant, genau. Also wir sind ja an dieser Stelle nicht so sehr auf die Mustererkennung eingegangen. Das Interessante ist, die Software erkennt eben die Muster in den Daten. Also das heißt, sie selbst werden natürlich sowieso schon viel über ihre Kunden kennen, aber die Software macht diesen Erkennungsprozess ganz selbstständig. Also das heißt, wenn man, habe das vorhin kurz angerissen, wenn man so die Transaktionsdaten der Kunden hat über, ich sag mal, 2-3 Jahre und einige Informationen zu den Kunden selbst,
dann habe ich damit eigentlich das ganze Futter, was so ein Algorithmus benötigt. Also der kann dann erkennen, wie war der Kontext eines Kunden, als er dann gekauft hat, wie war der Kontext eines Kunden, als er nicht gekauft hat und so weiter. Und dadurch, dass das halt natürlich über meine Kunden eine Situation ist, die andauernd eintritt, also häufig ja viele 10.000, 100.000, manchmal Millionen Mal, ist da eben ein sehr, sehr reichhaltiges Bild, was entsteht, woraus so ein Algorithmus sehr gut generalisieren kann, um dann, und das ist das Interessante, wenn man dann auf die Daten von heute schaut, um dann eben gut in die Zukunft blicken zu können und dann eine Aussage treffen zu können, wie wird ein Kunde sich verhalten. Dazu vielleicht nochmal eine Sache. Dazu gibt es etablierte Gütekriterien, mit denen man sehr gut arbeiten kann, sodass man auch vorher weiß, wie treffsicher ist eigentlich so eine Mustererkennung, die da von der Software angelegt wurde. Das heißt, da muss man nicht ins kalte Wasser springen, sondern hat vorher eine sehr, sehr gute Idee, ob das funktioniert oder nicht. Und tatsächlich, so über das, was wir heute gesprochen haben, diese Daten, wenn Sie sie so im Klick haben, da kann man sicher von ausgehen, dass das gut funktioniert. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, jetzt schließen wir das Webinar, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Die Fragen, die noch gestellt wurden, es kamen jetzt wirklich noch sehr, sehr viele Fragen rein. Ich kann nur empfehlen, dass Sie sich direkt an Ralf Baumert oder Herrn Björn Görke wenden. Kontaktdaten senden wir auch im Anschluss jetzt an die Session rum, sodass Sie auch Kontakt zu uns aufnehmen können. Und ja, bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme. Hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Arbeitstag. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Schönen Tag an alle. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.